Ein wunderschönen guten Tag, Leute. Hier ist wieder euer Manu und wir sind bei der Money Making Guide Nummer 1. Yo, also vorab sage ich euch direkt, die Money Making Guide gilt nur für RuneScape 07 und kann sich auch über die Monate eventuell verändern, dass sie dann nicht mehr so wirksam ist. Aber momentan ist diese Money Making Guide die beste Variante, um Geld zu machen. Und ich sag auch so, leichteste Variante, denn es handelt sich um Naturrunen. Yo, eine Naturrune ist gerade wert 320 GP, das heißt, ihr könnt es schaffen, einen Gewinn von knapp 400k pro Stunde zu machen. Was benötigt ihr dazu? Ganz einfach. Ihr benötigt Baukunstlevel auf mindestens Level 47, das liegt an dieser netten Item hier, Guild Trophy. Dann könnt ihr nämlich euer Glory in euer Haus hängen, das heißt, Level 47 Baukunst benötigt ihr. Zweitens, ihr benötigt ein Hunting Level von, kann ich euch auch zeigen, Falconerie, Level 43, das heißt 47 Baukunst, 43 Hunting. Oder mit Pots gegebenenfalls weniger, aber ich sehe erstmal ohne Pots davon aus. So, dann braucht ihr in Runenkraft den Level von Level 44 wegen Naturrunen. So Leute, weiter geht's. Ich zeige euch erstmal die erste Item. Ihr benötigt dazu zwei Items für diese Money Making Guide. Boots of Lightness. Davon besorgt ihr euch direkt ein paar mehr. Ah, ich zeige euch direkt, wo ihr seid. Ihr seid hier, wenn ihr auf dem Web seid, portet ihr euch nach Camelot. Dann seid ihr hier. Rennt hier runter und seid dann hier. So, ihr benötigt dafür keine Quest, gelegentlich ein Messer, eine Fackel und eine Tinderbox. So, dann geht ihr runter. Und natürlich einen Luftstab und eine Lore Rune, um wieder rauszuporn. So. Dann, wenn ihr nicht Level 3 seid, sondern ne, dort porten könnt. Jedenfalls sonst nicht. Dann geht ihr runter. Hat natürlich die Fackel angezündet. Macht mit dem Messer dieses Netz hier weg. Kann manchmal fehlen, aber jetzt anscheinend nicht. Gut. Hebt Butterflies und es auf. Ich sag euch vorab, nehmt euch direkt 10 Stück mit oder so. Die spawnen alle 38 Sekunden. Das habe ich aus einer Guide. 38 Sekunden circa. Das heißt, es steht hier knapp 4 Minuten. 5 Minuten, 6 Minuten, irgendwie so. Gammelt da halt rum. Habt eure 10 Paar Schuhe, geht wieder raus. So, und jetzt gehen wir direkt zum nächsten Schritt. Zu dem Spotted Cape, dass ihr... Das alles hat den Sinn, dass ihr halt leichter seid und länger rennen könnt. Und ihr besorgt euch davon mehrere Items, weil es durchaus passieren kann, dass ihr sterbt. Das heißt, ihr geht banken und besorgt euch jetzt ein Spotted Cape. Los geht's. So, ihr fragt euch, was braucht ihr, um dorthin zu gehen? Also wie gesagt, Level 43 in Hunting, 43 plus. Und 500 GP, eine Lore Rune wieder zum Wegporten. So, dann gehen wir dort mal hin. Ich zeige euch vorab, wo ihr hin müsst. World Map. Ihr müsst hier oben hin zum Falcona. Es ist links über Tree Gnome Stronghold. Und der schnellste Weg dorthin ist, ihr portet euch nach, also wenn ihr kaum questet wie ich, portet ihr euch zuerst nach Camelot. Hier. Ihr rennt hier den langen Weg, hier lang, bei der Fishing Guide vorbei. Zack, über die Brücke, da lang, da lang, da lang, hier hoch. Hier hoch, zack, das ist ein Weg von knapp, ich würde schätzen, 5 Minuten. 5, 6 Minuten. Dann seid ihr einmal knapp durch ganz RuneScape durchgelatscht. Aber wie auch immer, dort müsst ihr jetzt hin, los geht's. So, Ladies, jetzt sind wir da. Gehen hier über diesen kleinen, über diese kleine Erhöhung. So. Sprechen mit Matthias. Und lassen uns für 500 GP können die Birds müsst ihm 500 GP geben, ja ist in Ordnung, zack, aber meine Hand muss frei sein, hups, ja, da müsst ihr auch drauf achten, eure Hand muss frei sein, sonst kann er euch kein Vogel geben, ja, zack, jetzt habe ich einen Falken auf der Schulter und muss jetzt Monster fangen. Und zwar muss ich fangen. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Hier bei Falconerie. Spotted Cabbits muss ich fangen. Spotted Cabbit, dann zack hin damit. Na, kann sich noch ein bisschen hinziehen. Umso höher man hat, so schneller geht's halt. Davon farbt ihr euch, wie gesagt, auch nochmal 10 Stück. Wenn ihr davon 10 gefangen habt, seid ihr hier erstmal fertig. Und dann geht's zum nächsten Schritt. So, weiter geht's. Jetzt müsst ihr mit den ganzen Häuten und
und mit dem Geld zum nächsten NPC hingehen. Jo, der einfache Sinn, wie gesagt, dabei ist, dass ihr etwas leichter seid und mehr schafft mit eurer Money-Making-Methode. Jo. So, wir sind angekommen. Ihr fragt euch, wo wir sind. Ich kann es euch gerne nochmal auf der Map zeigen. World Map. Ihr geht nach Varrok und geht hier rechts unten zum Fancy Dress Shop und spricht hier diese nette Person an. Ihr müsst ansprechen, sorry. Ja, ja, bla bla, bla bla, bla bla. Da, vom Hunting, bla bla. Da, Spotted Cape. 10, 20 und 25. So. Ja, komm. So. Ah, ich hab vergessen. Ups, ihr braucht immer zwei. Ihr braucht immer zwei pro. Deshalb geht's gerade nicht. Jo. Man lernt nie aus, ich hab's vergessen. Also ihr braucht zwei heute pro Cape. Jetzt habe ich hier genau 12 Capes. Passt. Jo Leute, das muss ich noch kurz festhalten. Ich bin jetzt gerade beim Umkraften. Bin Total Level 1250. Heute ist der 17.03.2013. 13.32 Uhr deutsche Uhrzeit. Und ich kann es euch kurz zeigen. Endlich unter der Top 100. Ich bin Platz 90 mit einem Total Level von 1250. Ich kämpfe mich vor. Ich mache heute bestimmt noch Platz 80 oder so. So sieht's aus, Leute. Haut rein und weiter geht's mit der Money Making Guide. Ich bin gerade, hab gerade das Minigame beendet, Abyss, irgendwie so heißt es. Da, den Link dazu werde ich unten in der Beschreibung reinknallen. Ich farme hier gerade so eine Pouches, so eine Taschen. Ihr braucht verschiedene Taschen, um dort nochmal Essenzen zu sammeln, also tragen zu können. Dann könnt ihr noch mehr mitnehmen und müsst hier aber aufpassen, denn hier ist eine Multikampfzone. Hier sollte man ein bisschen aufpassen. Yo. Also wie gesagt, hier muss man ein bisschen farmen, bis man dann im Endeffekt seine Taschen alle zusammen hat. Und sollte aber, wie gesagt, aufpassen, weil halt, wie gesagt, eine Multikampfzone ist. Und wenn man alle seine Taschen zusammen hat, man kann insgesamt hier vom Level her abhängig, was man für Taschen tragen kann. Man kann insgesamt 4 Taschen dann haben, oder? Ich glaube, 5 Taschen, sorry, 5 Taschen. Und hier sind mir zu viele High Levels, ich renne mal weiter. Jo, so sieht's aus, Leute. Farmt euch in den Taschen und dann macht ihr noch mehr Geld pro Stunde. Los geht's. Ach, eine Sache muss ich noch sagen. Hier drin ist übrigens keine Wildnis. Außen ist eine Wildnis, aber hier drin ist keine Wildnis. Das ist der springende Punkt. Deshalb ist es hier drin auch nicht so gefährlich. Aber ihr seid halt geschädelt, wenn ihr reinkommt. Sobald ihr das hier betretet, seid ihr geschädelt. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr sterbt, alles verliert. Und deshalb solltet ihr auch aufpassen und Teleportron dabei haben, wenn ihr euch die Dinger farmt. Und dann schnellstmöglich wegporten, wenn ihr so circa bei halbe TP seid und kein S mehr bei habt. Jo. Jetzt sieht die Sache ganz anders aus. Ich habe mir ein paar Sachen geholt. Zwar meine Dragon Boots nicht dabei, mein Fury nicht dabei, mein Berserker nicht dabei. Aber so geht es schon wesentlich besser, Leute. Ja, ich fahre mir jetzt die Pouches und dann geht's mit der Guide weiter. So, ich habe jetzt meine Medium Pouch gerade gedroppt. Mit Level 50 hole ich mir noch die andere Tasche, die größere Tasche noch. Aber jetzt geht's weiter. Let's go. So. Und was ich euch gesagt habe, ihr solltet euch so Diamantringe machen oder kaufen, wie auch immer. Ich mache sie mir gerade selber, denn sie sind schon recht sinnvoll. Ring of Life heißen die genau. So hießen sie richtig. Ich enchante sie gerade, weil sie rechnen euch schon ziemlich auf den Arsch, wenn es dann echt gefährlich sein sollte. So, aber jetzt geht's los mit der richtigen Guide. Let's go. So Leute, wir sind jetzt dabei angekommen. Es geht los. Also, was braucht man alles? Was haben wir uns alles besorgt? Das Spotted Cape, die Boots of Lightning, Lightness und den Ring of Life. So, das sind die drei wichtigen Dinge. Was ihr ansonsten an Equipment tragt, das ist eigentlich euch überlassen. Der erste auf der ersten noch wichtig. Und dass ihr im Inventar die Earthwound und die Lorune habt. So. Dann habt ihr so viele Taschen, wie ihr tragen könnt dabei. Also, wie hoch euer Level halt ist. Ich kann es euch noch kurz zeigen. Hängt vom Level ab. Die größte Tasche könnt ihr mit unkraftigen Level 75 tragen. Könnt ihr immer mehr tragen. Ich kann da zusätzlich 9 Runen tragen. Ihr braucht eine Picke dabei, ist egal welche das ist. Ich habe jetzt eine Iron Picke dabei. Das ist scheißegal. Das geht trotzdem nicht schneller. So. Ich habe auch eben ausgerechnet, ich habe 20 Runden gemacht und habe ausgerechnet, dass es circa 1 Minute 40 pro Runde dauert. Aber gut, das erstmal so hingestellt. Jo. Jo, das sind 36 Runden pro Stunde. Das rechnet man einfach hier 36 mal, wie viele Runden kriegen wir in 32?
Wir kriegen 1150 Runen hin. Diesen Grad Wert mal 325. Haben wir einen Gewinn von 374k. Wir geben noch ein paar Lore Runen aus. Das heißt, wir machen circa einen Gewinn von 350k. Und das ist noch nicht die schnellste Variante. Es geht noch schneller. Das mit dem Hausteleport ist noch relativ langsam. Wenn ihr ein paar Glories zu Start habt, dann kauft euch etwa 20 Glories, charge die, dass sie Ladung haben und dann geht's viel besser. Wesentlich schneller. Ihr spart immer locker circa 20 Sekunden. Grob geschätzt. 15 Sekunden pro Runde circa locker. Das ihr schafft dann vielleicht sogar 400k pro Stunde. Also gut. Jo, ich zeig euch erstmal die Runde. Also ihr braucht dabei die beiden Pouches, beziehungsweise alle Pouches, die ihr tragen könnt. Solltet Food recht weit oben haben neben den Essenzen, dass ihr es halt schnell rüber tun könnt. Und essen könnt, wenn ihr gerade Essen braucht. So, jetzt passt es genau auf. Ich versuche es nicht zu schnell zu machen. Ihr holt die Pur-Essenzen raus aus dem Lager. Diesmal ist es wichtig, dass es Pur-Essenzen sind. Macht die Pouches voll mit Linksklick. Dann nochmal Lager, nochmal nachfüllen. So. Und nicht rennen. So, nicht rennen. Erstmal rennt ihr nicht. So, und ab gewisser Stelle könnt ihr losrennen. So, ich zeige euch nochmal mein Equipment so, was ich trage, mit dir circa einen Vergleich habt. So. Und gleich könnt ihr rennen, damit ihr am Ende nicht irgendwann out of run seid. 3, 2, 1, jetzt. So, rennt jetzt los. Und macht Rechtsklick auf den Mage of Zamorak. So, und jetzt genau aufpassen, Leute. Denn die Mobs machen zwar Damage, teilweise. Aber wenn ihr genau das macht, was ich euch sage, dann machen sie nicht kaum Damage. So, wenn ihr jetzt raufklickt auf diesen... Hier sind an den Seiten so eine Shortcuts. Mehrere Maschine. So. Jetzt bin ich durch, zack. Denn sobald ihr das angeklickt habt, machen die Mobs kein Damage mehr. Und währenddessen ihr versucht, da durchzukommen, machen die Mobs kein Damage mehr. Sobald ihr es gefailt habt, machen die Mobs wieder Damage. Aber dann klickt ihr einfach ganz schnell die Item... Also diesen Shortcut wieder an. Und gut ist. Jo, das war eigentlich alles, Leute. Also wenn ihr aufpasst, also ich brauchte jetzt in 20 Runden ein Lobster. Das heißt, es ist nicht gerade wirklich viel Verbrauch und kostet euch nicht wirklich viel Zeit, das Essen nebenbei. Jo, das war eigentlich schon alles, Leute. Rein theoretisch hätte ich jetzt noch eben Run ausmachen müssen, wenn ich gerade im Abyss drin bin. Das habe ich vergessen. Kann ich euch nochmal die Runde nochmal zeigen. Run ist aus. Ihr lauft vor. Dupdi-dupdi-du. Seht, meine TP sind fast voll. Ich wurde einmal gehittet. Wayne. Die Naturen wurden gebankt. Meine Pouches sind voll. Inventar ist voll. So. Und ich habe nicht rüberklicken geklickt. Schade eigentlich. So, und gleich geht's los. Gleich kann ich rennen. Hier. So, ich orientiere mich immer an dieser hellgrünen Farbe da. Dann weiß ich circa, ab wann ich rennen kann. Damit ich nicht irgendwann out of run bin. So, da hinten ist noch ein anderer Shortcut. Damage. Den Shortcut will ich euch noch zeigen. Hier meint er zum Beispiel. Und immer wenn da unten Break steht, wisst ihr ganz genau, ich sollte schnell nochmal drauf klicken, aber jetzt hat es anscheinend geklappt. Ihr merkt, eine Eisenpicke reicht völlig. Also es ist scheißegal, was ihr für eine Picke habt. Es ist nicht besser. Ich hatte eben eine Weile auch eine Runenpicke dabei. Aber das macht keinen Unterschied, damit failt ihr auch manchmal. Jo. Und wenn ihr failt, einfach wieder draufklicken. So. Und in der nächsten Runde zeige ich euch jetzt auch ganz schnell. Die Pouches gehen nämlich auch teilweise kaputt. Also manchmal gehen die halt kaputt. Und dann, also die verschleißen halt. Und dann könnt ihr teilweise nicht mehr so viel tragen, bis ihr am Ende nichts mehr tragen könnt. Und ich zeige euch jetzt auch ganz genau, wo ihr es reparieren könnt. Ich glaube, ihr braucht nicht mal dazu was zu bezahlen. Aber das sehen wir alles gleich. So. Ihr müsst nicht mit den Pouches, wenn die abgenutzt sind, müsst ihr zu einem Magier hingehen. Und dafür gibt es nur einen, soweit ich das weiß. Also das ist der praktischste, weil der genau auf dem Weg ist. Also ihr macht eure normale Runde. Orientiert euch bitte immer da wirklich daran, dass ihr auch Lorun und Erdrun dabei habt, sonst steckt ihr da beim Altar fest und ein bisschen doof. Ist mir noch nicht passiert, aber ich sag's euch nur vorher, damit es euch nicht passiert, Leute. Jo, ihr geht wieder in die Wildnis. Und passt bitte auch auf, achtet immer darauf, welches Level ihr seid. Denn hier PKen auch gerne Leute, die einfach mal pure Langeweile haben. Die wissen eigentlich genau, dass sie von uns nichts kriegen. Aber sie wissen auch, dass wir geschädelt sind. Dementsprechend alles verlieren. Jo. Das ist der springende Grund, warum sie uns auch reingreifen.
Naja, was soll's. Da müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr so einen seht, müsst ihr einfach schnell wechseln, die Sache beendet. So, run aus. So, da in der Mitte, seht, da ist ein Magier, Dark Mage. Und den, da geht ihr einfach hin. Use, zack. Beziehungsweise, sprecht ihn an, bla 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 bla. Dann könnt ihr es reparieren lassen. Natürlich sind meine Pouches jetzt gerade noch frisch, weil die haben jetzt ca. 20 Runden hinter sich. Die sind noch lange frisch. Ich glaube, die halten, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Bestimmt 50 Runden hält einer aus. Dann ist sie ein bisschen angeschlagen. Und irgendwann kannst du halt da nichts mehr drin tragen. Und dann sollte man sie schon reparieren. Ja, und liegt da genau auf dem Weg. Ja, Leute, das war meine Money-Making-Guide. Wie gesagt, wenn ihr es mit Glories macht, die sind aber im Moment ziemlich teuer, dann verdient ihr noch wesentlich mehr. Also, ich vermute, ihr schafft es bestimmt auf bis zu 450k GP pro Stunde Gewinn. Und das ist in meinen Augen schon richtig heftig. Also, dafür, dass es richtig einfach ist, was ich hier mache, und nicht wirklich irgendwelche Anstrengungen oder hohen Skills, ja, erfordert. Weil, guckt nach, ich habe hier 45 Runecrafting. Und stellt euch vor, ich wäre jetzt 91 Runecrafting. Dann könnte ich nämlich die doppelte Anzahl an Naturrunden herstellen. Dann würde ich jetzt knapp 800k pro Stunde verdienen. Ja, 800k pro Stunde. Und diese Money-Making-Methode, die funktioniert selbst noch in einem Monat circa. Denn jetzt sind die Naturrunden, ja, circa 325 wert. Und in einem circa einem Monat oder so, sind die immer noch circa 250 wert. 200, 250. Locker. Aber gerade werden sie halt extrem genutzt. Das ist gerade die Methode auf jeden Fall sehr, sehr... Upsala. Sollte ich kurz aufpassen. Sehr, sehr sinnvoll. Und geht bitte nicht in diesen Abyss rein, also in diesen Dungeon hier rein, wenn ihr unterhalbe TP habt. Das ist nicht zu empfehlen. Jetzt habt ihr gerade gesehen, da unten steht Break Up the Rock. Und dann müsst ihr nochmal von vorne klicken. Also nochmal drauf klicken. Weil dann kriegt ihr nämlich Damage. Und das solltet ihr lieber vermeiden. Zack. Durch. Alles kein Problem, Leute. Ich hoffe, euch hat die Guide geholfen. Viel Spaß beim Geld verdienen und yo, übertreibt's nicht. Spielt fair. Wenn ihr Bock habt, miteinander zu chatten, um welche Leute zu finden, mit denen ihr zusammen zocken könnt, kommt in seinen Clan Chat, geht auf so einen Chat, gebt meinen Namen ein, Doppel-I, zack, seid ihr drinne. Yo, wir sind gerade zu viert. Passt. Yo, Leute, das war's dazu. Wenn ihr Fragen habt, ups, empty, dann schreibt mir einfach in die Kommentare oder auf YouTube. Ich lese es mir gern durch und beantworte gegebenenfalls die Frage, wenn sie angebracht ist. Haut rein, Leute, und viel Spaß beim Zocken. Ah, Leute, eine Sache bitte noch, eine Sache noch dazu, bitte. Diese Preise, die ich euch jetzt gesagt habe, und die ganzen Angaben, die zählen alle nur für Oldschool RuneScape, also 2007er Files, und aktuell, also jetzt gerade 17.03. Es kann in einem Monat schon wieder ganz anders aussehen. Aber wie gesagt, ihr macht trotzdem noch vernünftig Plus. Somit, Leute, haut rein. Viel Spaß beim Zocken. Ciao.